Hoffnung ist nicht, dass etwas gut ausgeht, sondern dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und tatsächlich habe ich mich daran immer so ein bisschen geklammert. Also einfach zu wissen, okay, ich kann trotzdem hoffnungsvoll sein, aber vielleicht geht es ganz anders aus, als ich das mir vorstellen kann. Aber ich sehe irgendwann, dass es Sinn hat. Und ich glaube, dass unsere Geschichte tatsächlich Sinn hatte. Also so hart sie war und so schlimm sie war, aber dass wir diese Hoffnung nie aufgegeben haben und dass sich unser Kinderwunsch erfüllt oder dass es ganz hoffnungslos war, aber letztendlich, wie du auch sagtest, dass trotzdem wir diese Hoffnung eigentlich nie wirklich aufgegeben hatten, außer nach diesen zwei Schicksalsschlägen, wobei die Hoffnung ja dann auch immer wieder aufkeimte. Und dass jetzt meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht durch den Weg, den wir gehen mussten, auch anderen Paaren einfach diese Hoffnung geben können. Ne? Wir haben jetzt schon zwei Paare, Freunde von uns, diesen Weg empfohlen. Die sind ihn tatsächlich gegangen und beide haben jetzt auch ganz wunderbare, süße, kleine Jungs bekommen. Was nicht immer so sein muss, aber trotzdem einfach diese Hoffnung weiterzugeben, dass es sich doch vielleicht im Leben anders entwickelt, als man das denkt. Und vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, wo man gar nicht mehr diese Hoffnung hat. Und dass es dann aber trotzdem positiv ausgeht. Ne?